das sagt schon alles. Wir sind alle zusammen. Ich bin's wieder, Kizunai Haram. Mit einem neuen Part von Damanubu, dem Format, wo ich Toho spiele und dabei ein Noob bin. Das ist Toho 14.5. Und wieder ein Spin-off. Und wie man schon daran erkennen kann, wer alles bei dem Game dabei ist, wieder ein Beat'em-up. Urban Legend in Limbo. Und ja, das Game ist awesome. Nur mal so. Also das... irgendwie, ich weiß nicht. Die gesamte Aufmachung von diesem Teil ist einfach nur mega cool. Und diese Idee einfach, dass sich jeder Charakter mit einer urbanen Legende beschäftigt, das ist geil. Das ist mega, mega cool. Und nur mal so, für diesen kleinen History-Check-Part machen wir mal was ganz anderes. Und anders im Sinne von, ja, Dings. Die Sache ist nämlich die... Ihr werdet es ja gleich sehen. Machen wir zuerst mal ganz normal mit Reimu, die ist ja da. Suchen uns mal ihre Spellcard aus, die wir benutzen sollen. Wollen, bla. Ja, gehen wir mal mit Fantasy Seal. Grab der Cold Ball. Und ja, anderer Artstyle. I found something real interesting here at Corindo. Looks like nobody's noticed this phenomenon yet. Better act now and take its power for my own. Marisa Kidesame, Horror Magician of the School. Oh, hi! Way up at a time like this! Well, I found something kind of interesting! And figured I could test it out on you. Test it out, huh? That doesn't sound too friendly. But I've got something too! You came at just the right time! Time to cut loose and test this out on ya! Behold this occult power! So, jetzt muss ich aber erstmal nochmal selber in die Steuerung reinkommen. Das hast du nicht gemacht. Hallo? Ich schlag dich mit meinem Klopapier am Stock. Wie immer. Star Sign, Occultation. Na? Na? Oh! Tritt in die Magengrube! When I said test out, I actually meant having you taste these mushrooms for poison, but... Just why are you trying to show me about attacking me all of a sudden? Don't tell me you're already done, are you? Of course not! Have a taste of this! A new way to use these occult urban legends! Cast portrays of past principles. Ja, anhand dieser Spellcards, die darauf folgen. Nämlich erkennen, welche über welche Urban Legends die jeweiligen Charakter sich beschäftigen. In Marissas Fall ist das halt die ganzen Gruselgeschichten, welche an Schulen erzählt wird.
Und wenn man sich in das Feld stellt, wenn hier die, so dieser Kreis drum ist, bei dieser Kugel, kann man die Spell unterbrechen. Und sich selber Occult Balls verdienen, dass man... Und ich glaube, das war jetzt dafür geeignet, dass man selber seine eigene Spell benutzen kann. Ich glaube, Last Words war das. Ja, es ist ein bisschen unsicher bei mir, weil das habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gezockt. Well, that's it, I guess. Isn't it cool, though? We can't really control the urban legends. Well, I certainly saw as much. But what was that bizarre ball a second ago? Beats me. An occult hermit. I see, Marissa had a ball too. Casa Nibaraki. Menace, the hermit who listens to wishes. Marissa has one too? Just kidding, sorry, what were we talking about? It's no use playing dumb. I thought you would know something about this made-up urban legend. Looks like I was right. That urban legend being, if you collect the 7 occult balls... A huge incident occurs, right? Your wish is granted, right? Huh? Whatever, so when Marissa used this weird move, this weird ball appeared too. I would think that ball was one of the Ramat occult balls. Although in the first place, I don't know if someone just spread that rubber by using a made-up legend. Urban legend. If your story about Marissa is true, then... You're the one holding that occult ball right now. Hmm? I apologize, but I'll be taking that ball here and now. Kasen ist auch wieder ein interessanter Charakter, weil sie ist auch ursprünglich aus einer der Manga-Serien der... von der Reihe. Thundersign, Slow Speed Muko. Oh. Grabbed, ey, bitch. Hand that grants wishes until death. Ja, es ist ein bisschen schwer, da zu erkennen, was ihre Urban Legend sein soll. Also von Carson. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man heraus, dass ihre Dings sich um die weiße Affenpfote handelt, welche einem jeden Wunsch erfüllt. Aber jeder Wunsch hat so seinen bösen Nachteil, seinen bösen Nachgeschmack. Und bam! Wieso musst du uns immer mit Papier bewerfen? Well, I figured as much. You're not going to hand it over that easily. Using my full strength here would be risky for several reasons. I ought to at least warn her, though. What was that? You pulled out some weird ball, too! Don't tell me it's just like what the runner said. Remu, this ball is dangerous. It isn't a runner that someone fabricated. This ball alone isn't a made-up urban legend. It's likely a genuine occult incident. Okay, Carson. Darkness of the Night of Occultism. Jeez, thanks to all that weird stuff she was saying. I'm too intrigued to sleep.
On a night like this? No reaction. So there's nobody in front of me. Huh, jeez. I must be sleeping after all. This is just a dream. Or rather not. Not with this occult aura. Better strike before they do. Ja, so endet das bei Remu. Mit einem To Be Continued. Es dient lediglich dazu, die Mechanics einem zu beizubringen. Das ist just... Hey, come on, Game, das kannst du uns nicht antun. Aber komm, weil das sonst viel zu kurz wäre, schmeißen wir direkt noch einen Story Mode hinterher. In diesem Fall, der von Marissa. Yay, wir spielen das erste Mal mal mit Marissa in diesem Mystery Check. Woo, awesome. Aber diesmal geht es auch länger, versprochen. Das hier war erstens Tutorial und zweitens ist das auch ursprünglich schon aus dem Demo gewesen. Hat man nur übernommen, um ein bisschen, ja, Spannung zu erzeugen, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, welches nehme ich denn jetzt erstmal als Spellcard? Ja, komm, bam! Can't back down now. So then what happened? With the shadowy person and their occult aura and stuff. I don't quite remember, honestly. Remu Hakure. Arcane, Shrine Maiden of Barriers. What? You sure you weren't dreaming? Sure is a shame, though. If it were me, I would capture them alive. Huh? Anyway, get my ball back! What? What's this about a ball? Don't play dumb. The shadow person showed up cause of that thing. I'm gonna investigate this. Ah, Marissa. Ja, schmeiß mal deine schönen kleinen Dinger. Dann. Barrier, the home where one lays one's head. Wow, was war das denn? Haha! Schön wieder immer mit dem Hintern voraus. Das ist Marissa, so wie wir sie kennen und lieben. Ich geh vor, schau auf meinen Hintern. Hui, Sternchen! That's weird. I kinda thought you'd have all seven of them. Well, I don't. Speaking of which, the one I stole from you vanished at some point as well. Just what is going on here? Ja, find es heraus. Würde ich mal vorschlagen. No matter what, don't look up. My nose is telling me there's an occult ball around here. And aside from the ball, I smell treasure too. Well, it is a treasure ship. Do you need something? Ishidin Kumoi and Unsan. Astonishing, the tall new door handler. Whoops, here comes trouble. Here to burglarize us as usual, I suppose. Huh? Is it just me or do you seem kinda different? Oh, did you notice the air of enlightenment I'm oozing? Nah, there's this creepy aura surrounding you. You stink of the occult! Natürlich damit, weil sie auch eine Dings bearbeitet. Sag mal schnell, eine Urban Legend.
Die Sache jetzt nur bei Ishirins Legend ist nur... Ich vergesse immer, worum es bei dem Ding geht. BZW, ich beschäftige mich nicht groß damit. Evil Inside, Eichaku Occult Pillar. Okay, ah, stimmt. Ich darf ja nicht. Aua! I'm firing my laser! Whoops. Na! Ich geh vor, schau auf meinen Hintern! Bam! Bam! Aufs Maul! You had a ball too after all, huh? Ouch, ouch, ouch! It did seem as if I was being possessed by something. What was that ball just now? Don't you worry about it. I got no idea either. Und Post dabei so heroisch. Ich hab keine Ahnung. No matter what, don't turn around. Looks like I've searched most of the surface. Maybe the last few are underground. Hello! Kuishi Komichi. Real horror standing right behind you. Although, would the urban legends really spread underground too? Hello! What do you think I'm right now? There's zero human traffic down here, so I doubt the rumors would spread. In the first place, high-class stuff like urban legends don't really suit the people down here. Hello! I've been hearing this weird sound for a while now. What is it? Oh man! What if this is another urban legend too? Hello? Right now? I'm standing right in front of you, you know? Ich wollte gerade sagen, Curse Dial and Drop Phone. Ich wollte gerade sagen, Rainbow, bist du... Pfff, nicht Rainbow. Marissa, bist du wirklich so dumm oder tust du nur so? Klingelingeling! Autsch! Ja, Koishis Urban Legend. So, ich muss Dinger einsammeln. Ah! Sie macht es mir aber nicht einfach. So! Ah! Schön in der Combo einfangen. Oder auch nicht. Ja, worum geht es hier bei Dings? Derm Legend von Kuishi. Ich meine, das ging einfach um einen Telefonanruf von einer Mary. Ja, man könnte meinen, das bin ich. Aber nee, damit bin ich nicht ich gemeint. Sondern... Oh, come on! So, dankeschön! Sondern irgendwie ein Anruf, der... Oh, dann stirbst du. Du nimmst ab, Mary ist am Telefon und du stirbst. Right behind you. Das muss ich auch nochmal durchlesen. Weil das ist auch eigentlich ein ganz cooles Ding bei ihr. Jeez, that startled me. Don't just jump out like that. If you were just some yokai, I wouldn't care. But I've got no idea what's going on right now, I see. A
What was that ball just now? Don't you worry about it, I don't know either. With this, I ought to have all 7, but what's gonna happen? When exactly did I get a hold of that? Keiner hat ne Ahnung. Geil. Truth of the occult balls. Well, it's nighttime now, and I still got no idea what to do. My expectations were off. I figured if I just gathered them, according to the Rama, something would happen, but... maybe I gotta say a spell or something. Oh god, if they're cold! Grant me a wish or something, will ya? What are you doing at this hour? Ja, Carsten, lieber Raki, wir kennen dich schon. Oh, well... nothing happened even after I gathered the balls. So I thought I might need a spell or something. Wait, are you saying you found all the occult balls? Yeah, don't know what to do with them though. That's ridiculous. Raimu was only attacked just yesterday, right? Do you have some kind of power that helped find the balls? I just got a goat nose, that's all. This is somewhat of schedule, but let's begin, I suppose. Huh? In the name of the sage... Soll das eine römische Zahl sein oder einfach nur Echse? Also, warte. 10, 20, 30, 40. Of the sage, the 40s. I command, release the ban of 130 years. Jesus Christ! Woman! Well, the countdown has begun. Surely, you're not foolish enough to not understand what to do now. I don't! What the hell's going on? If you have no intention of understanding, even you will just be eliminated in no time. Carson? What are you doing, woman? Ja, Carson weiß etwas. Kein Wunder, dass sie der vorletzte Boss ist. Zumindest in den meisten Fällen. Jeder hat ja eine eigene, andere Story. Okay, you're serious about this, right? Don't know what's happening, though. This is a test. Naturally, if you're too weak, you're going to die soon. Ah, gotcha! Nothing to be scared of in that case. At least, I understand the actions you're taking right now. So, einmal Laser reingefeuert. Einmal den Hintern reingefeuert. Nochmal den Hintern. Okay, gerade frage ich mich, wie ich meine Spellcard aktiviert habe. Hands that grants wishes until death. Okay, Comet, Blazing Star! So, ich bleib mal in der Nähe dieser schönen Kugel. Ich geh vor, schau auf meinen Hintern. Ja, nimm mal deinen Vogel mit. Schönes Vögelchen, by the way. Und Laser! Das war's natürlich noch nicht. The monkey's paw dreams of the occult. Oh,
Okay, alles reinballern, was ich besitze! Tja! Oh, schade. Ich dachte, das kriege ich noch. Aua. Na, 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 na. Und... Komm! Haben wir's? Ja, wir haben's. Flieg in die Luft! Sternchen! That should do. You ought to be alright out there. Hey, come on and explain already. What is going on? You've gotten yourself caught in a trap. And that was only completed yesterday at that. You're talking about the occult balls? After investigating, I've concluded that the occult balls are like keys to open up the barrier. They're scientific, artificial matter. They're created with matter from the outside world and have energy from outside too. And what happens when you've got them all? Whoever collects them all will themselves become a key to break open the barrier from the inside. They'll be set on a course for the outside breaking the barrier along the way. The rumor about collecting all the balls was a forbidden rumor that someone fed us. I see. Wait, what?! And you've been caught in that very trap. The balls hold an unknown power and I can't do anything about them myself. So you're saying I'm gonna have to say so long to Genzukyo in a minute? Speaking of, my vision has been wavering a bit. Don't worry though. I anticipated this, that's why I tested your strength just now. So? Before the trap snaps shut and the barrier is broken, I'm sending you to the outside world myself. Find the enemy out there and defeat them. Should you fail, expect nothing but death. Na, das sind ja geile Aussichten. Urban life for just one night. Well, it was only yesterday. It's no surprise that nothing happened yet, right? That really was a surprise yesterday, though. I can't believe I got attacked by some shrine maiden all of a sudden. Hallo, Final Boss! Ow, ow, ow! So bright here, my eyes are starting to hurt. So she said I've got about half an hour on this side, huh? Oh my gosh, I got a bite! The fact that you're flying means you're not a human, I assume. Nope, I'm definitely a human. Human? And for that matter, who are you? You're a human from outside? On top of that, you're the one who stuck me in that trap, ain't ya? Indeed. Sorry for the late introduction. I'm Sumireko Usami, first year student at Higashifukami High. A real-life psychic who silences crying children. Danke für die Introduction. Exposed the esoteric, the Secret Ceilings Club's first president. Hi? Oh, that's what you mean, right? A school! Yes? Do you not have them on your end? Hey, you got any urban legends about your school? Sounds really exciting! Yes, but as opposed to that, I'd really like to hear about you. I mean, I called you out here because I wanted to know about Genzukyo. Called me out here? You see, I can actually enter your world if you only a little bit. It was a truly beautiful world.
So I want to expose all its secrets, even if things get a little dangerous for me in doing so. Yeah, so the barrier's in danger even from the outside, huh? There's lots of stuff I wanna ask you, but I don't have any more time. The name's Marisa Kirisame, a real-life magician. I'm just doing my job here, is all. Yes, I'm well aware of the job of yokai in Gensukyo. I'm human, thanks! This is the sort of work you do, right? Yeah, looks like you're a smart one. Kinda feels unfair fighting against a normal human, though. You ought to watch out yourself. Even a high school girl can make her own weapons these days, after all. A high school girl? What's that? Allow me to inform you, Miss Visitor from the Another World. It's the strongest, most invincible kind of creature in the entire outside world. Angeber, verpiss dich! Und ja, sie hat ein Klavier nach uns geschmissen. Bist du bekloppt, Frau? Ich weiß, du hast, psychokinetische Fähigkeiten, but still! Nur weil du von der Außenwelt stammst. Da! Und by the way, falls sich noch jemand an meinen dritten Part des History Checks erinnert, Phantasmagoria of Dim Dream und den Final Boss, Yumemi, wo ich sagte, jüngster Final Boss bislang, ich muss mich korrigieren, Sumireko ist der jüngste Final Boss. Psychokinesis, Psycho Explosion. Na, süß! Weil die müsste ungefähr 17 oder 16 sogar sein. Na. I mean, hallo, Highschool! Da wird sie ja nicht sonderlich alt sein. Oh, schade. Das trifft nicht. Schnipp! Ich schnipp dir ins Gesicht und blende dich. Psychokinesis, Telekinesis, Illegal Dumping. Ah, stimmt. Schön erstmal Telekinese ausüben. Aber das wird dir nicht helfen, denn ich hab die Macht. Ich habe die Kraft! Und Laser! Ja, jede Menge Laser. Ach, das macht Spaß. Occultication of the present world. Okay. Ah. Das macht sie. Aua, aua, aua. Okay, ich bringe mich mal wieder in Sicherheit. Ah! Aua, das war unnötig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt ganz schön. Das macht mich nicht gerade happy.
Oh, das hat doch getroffen. Gut. Scheiße. Nein, gib mir meine Bälle. Na bitte. Eine Bälle. Dankeschön. KO. That's all? Ich wollte eigentlich den... Ich wusste nicht, dass das schon die letzte Spellcard ist von Sumireko. Ich dachte, da kommt noch irgendetwas. Denn ich wollte, auch wenn ich mich wieder nicht erinnern kann, wie man das benutzt, die Last Word von Marissa einsetzen, um zu zeigen, wie die aussieht. Ne? Einfach so mega stylisch halten. Aber ich bin doof und hab mal wieder vergessen, wie das geht. Ah, Manno. Dann zeige ich das nochmal in, wie beim letzten Mal. Ich glaube, das wäre, glaube ich, auch im Interesse von allen und auch von mir. Einfach, weil hier die Last Words so mega cool aussehen und, Liebe. Und mir fällt jetzt erst auf, dass dieses Game mega gut zu Halloween passt. Bam. By the way, wusstest du, dass es zu diesem Game auch eine PlayStation 4 Version gibt? Mit einem Zusatz... Modi, Zusatzschwierigkeit und einem Zusatzcharakter. Jetzt wisst ihr es. Ach Gott, wenn man das doch hier importieren könnte aus Japan. Aber ob das dann auf der Konsole laufen würde? Ich denke nicht. Na gut. Dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige dann die Karte. Also die Last Word von Marissa. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mich zu bedanken fürs Zuschauen. Egal ob positiv oder negativ. Wertung mehr gern gesehen, das was mal seid. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys! That's how it looks like.